Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Fußballfans. Willkommen im Stadion. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir Frank Buschmann und mir ist ganz weiß vor Augen. Tja, das hat ein bisschen was von Sibirien hier im Stadion heute. Frau Holle ist dabei. Also, es ist mächtig kalt und zwischendurch sollten wir uns ein Teechen bringen. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Frank, deine Kurzanalyse zu Borussia Dortmund. Diese Mannschaft scheint auf einem richtig guten Weg zur Meisterschaft zu sein. Jetzt müssen sie in den kommenden Wochen mögliche Konkurrenten auf Distanz halten. Sie müssen einfach, klingt ganz leicht, ne, weiter siegen, die wichtigen Partien für sich entscheiden. Ein Sieg heute wäre der Anfang. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Stadion ist klasse. Die Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Van de Vaart. Milan Badei. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Van der Vaart. Da hat er abseits gepfiffen. Ja, da kommt was auf uns zu. Ja, da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Situation wurde geklärt. Diekmeier. Er hat den Ball sofort verarbeitet, abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Peter attackiert. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Ja! Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Ja, das war Abseits. Achtung, jetzt! Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Thank you.
der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Achtung! Der Verteidiger blockiert den Ball. Und Heiko Westermann. Boah, prima! Das nennt man wohl Mut zum Risiko. Der Ball ist frei. Daneben der Ball. Ja, aber ganz ehrlich, Manni, das ist auch nicht so einfach hier bei diesen Rahmenbedingungen. Der Schnee, der toll, wie er das macht. Und der ist drin. Ich weiß gar nicht, den hat er nicht richtig gesehen, Muschi. Ja, also das ist natürlich auch schwierig auf diesem Boden mit dem Schnee drauf. Also das hat eine Rolle gespielt. Der Eckball ist schon schön, aber das Tor hier, das ist noch schön. Van der Vaart. Milan Badei. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Van der Vaart. Rafael van der Vaart, den Niederländer, werden wir heute in der Offensive richtig im Angriff vorne drin für seine Mannschaft sehen. Und da ist er dann angewiesen auf Flanken seiner Mitspieler. Erfolgreicher Zweikampf. Jansen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Kein Ball, gut gemacht. Zweikampf um den Ballbesitz. Abseitsentscheidung korrekt. Und da wusste er überhaupt nicht mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Ausgespielt. Damit nimmt er beim Gegner den Offensivschwung raus. Hier wird richtig gekämpft. Milan Badei. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Das muss es sein! Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Marco Reus. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Katscha.
Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Gehalten, aber noch heiß. Den Ball, dann hast du ihn auch. Jawohl, abgefangen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für sie ausgerechnet. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Marco Reus. Die verstehen sich blind. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Lewandowski. Und der ist alleine durch. Klare Sache, gibt Abstoß. So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen. Oh, 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 Buschi, die Fans, sie werden langsam etwas ungeduldig. Ja, und das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt, denn das kriegen die Jungs da unten auf dem Platz natürlich mit. Die Zuschauer, sie murren, die wollen besseren Fußball sehen. Da muss ich was tun. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Kommt was auf uns zu. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Ja, und den hält er auch noch fest. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Klasse Reaktion. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Großkreuz. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben, Ball war im Tor aus. Tesche. Diekmeier. Van der Vaart. Wojcikowski bewegt den Ball. Die Abwehr steht goldrichtig. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut.
Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Und die besagt, kein Team hat wirklich einen Vorteil. Großkreuz. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Bender. Lewandowski. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Gefährliche Flanke. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Lewandowski. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sage Ihnen, da gibt noch was in diesem Spiel. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Donnerwetter, schnell ausgeführter Freistoß. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Milan Badei. Dickmeier. Ilicevic. In der Mitte ist viel Platz, spiel doch dahin. Im Mittelfeld. Und der Angriff wurde gestoppt. Ilicevic. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Super Flanke. Es war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Oh! Ja, abgeblockt. Lewandowski. Jetzt sieht er ab. Den hat er gut abgeblockt. Dieses Spiel, es endet 1:0. Wie hat der Opa gesagt, Fritz Walter Wetter. Und ein tolles Spiel. Ja, und das ist ja genau das, was viele Fußballer auch lieben. Solche Bedingungen, dann wird geackert, gerackert, da fliegen die Fetzen. Wunderbar. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.